So, zweiter Teil der Betz Rider Ausfahrt, die quasi ja das Anschlussteil vom letzten Teil, den ich halt gebracht habe, vom letzten Video, um genau zu sein. Ihr braucht euch jetzt aber nicht irgendwie denken, dass jetzt hier nur Betz Rider Ausfahrten kommen, obwohl mir es gar nicht so unrecht wäre, weil die sind halt schon geil, aber muss ja ein bisschen dann auch wieder zum OC zurückfinden. Ne? Nicht, dass ich noch schizophren werde irgendwann und fahre dann genauso schnell. Nein, wird nicht passieren. Ja, was gibt's Neues? Jetzt muss ich mal gucken, ob das Mikrofon hier standhaft bleibt. Ja, das Mikrofon ist ja quasi, das hat einen falschen Schwerpunkt hier auf dem Ständer. Nicht, dass es absackt. Ja, doch, sieht ganz gut aus. Ich hocke hier nämlich so im Halbdunkel rum. Es ist 18.12 Uhr und es ist schon, ja, paar Minuten noch das Dunkel, ne? Die Uhren werden jetzt am Wochenende umgestellt, wird dann eine Stunde zurück, oder? Ja. Dann ist es jetzt quasi 17.12 Uhr und nicht 18.12 Uhr. Übrigens, heute ist Donnerstag, ja. Donnerstag, und ich habe mir gedacht, mach das Video mal, weil ich hatte das Video hier schon fertig geschnitten. Und da dachte ich mir, na, mach's doch mal fertig fürs Wochenende, weil am Wochenende ist ein bisschen... Ah, könnte ein bisschen hakelig werden hier so bei mir mit der Zeit. Samstag habe ich noch einmal hier, kriege ich noch mal Handwerker besucht, die messen da was aus. Ja, und da weiß ich nicht, wie lange sich das zieht. Ne? Da weiß ich nicht, wie ist jetzt am Samstag hier, wie komme ich jetzt da dazu und so. Oder komme ich überhaupt dazu? Und ich dachte mir, naja, dann machst du es lieber jetzt, weil am Wochenende will ich ja Video bringen. Ne? Am Wochenende soll ja Video rauskommen. Ja, also wir sind hier in das Zell, ja, Bad Königzell. Und fahren jetzt hier mit einem Heidentempo. Mit einem Heidentempo Richtung Steinbach dahinter, Michelstadt, Steinbach. Man sieht jetzt auch hier dann auch wieder halt natürlich bei dem Grünzeug. Deswegen, ich bringe diesen Abschnitt nicht so gern mit dem ganzen Grünzeug, aber es lässt sich halt hier nicht vermeiden. Wir wohnen ja hier nicht im australischen Outback. Da fängt halt der Codec hier total an zu schmieren und verpixelt hier die ganzen Bewegungen da von dem Grünzeug. Aber das ist ja schon eine alte Leier, ne? Das erzähle ich ja immer wieder. Das ist nur für diejenigen, welchen wenigen, die da neu einschalten und denken sich, ach, was hat der für grottige Videoqualität? Es liegt nicht an mir, Leute, es liegt an dem schlechten Kompressionscodec, den YouTube, den kleinen Kanälen überwiegend gönnt. Ja, die sind halt für, ich finde, nicht zeitgemäß, aber egal. Das finde ich schon. Das finde ich schon. Ist erwascht. Ich kann mich auch nur beschweren. Also nicht jetzt bei YouTube, weil das bringt gar nichts. Ne? Für die ist man nichts da in dem Falle. Sondern eben so vor mich hin lamentieren. Aber das soll jetzt hier auch nicht... Da habe ich immer schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt hier im Betz Rider Videomaterial verwurschtel und jaul dann quasi drauf rum da. Ne? Das ist auch nicht gut. Es gibt aber auch nicht viel zu erzählen. Guck doch mal, oh wow, ey, das ist schon geil, oder? Ich meine, die Beschleunigung, das sind ja G-Kräfte, die merkt man quasi schon allein beim Zugucken. Ja, wie das in kurzer Zeit dann von der Geschwindigkeit so auf den Punkt geht. Wäre schon cool. Also ich oute mich halt als Fan, mein Gott, ey, ich bin halt ein Fan. Der Betz Rider ist nicht nur als Radfahrer interessante Kerl, sondern auch so als Persönlichkeit. Ja. Ich schätze seine unaufgeregte Art, die er eigentlich immer hat. So, ich kenne ihn jetzt gar nicht irgendwie so vernölt oder vermault, wie ich das halt bin, sondern das ist so ein, ja, ey, wieso, keine Ahnung. Das haben wir mal so gesagt, ne, das ist quasi von mir das absolute Gegenteil. Keine Ahnung. Gelassenheit wohnt mir nicht inne und findet bei mir keine Heimat. Oh Gott. Langsam, Bub. Das Video ist erst 4 Minuten alt oder so und du quatschst schon wieder so viel Schwachsinn in das Mikrofon.
Vielleicht müssen wir dir doch irgendwann Redeverbot erteilen und es wird nur noch GEMA-freie, billige Musik drunter gemischt. Ja? So, das könnte man ja dann auch mal, da ziehen wir mal ganz neue Seiten auf hier, ne? Wenn du dich nicht zusammenreißt. Ja, ich muss mich da mal selber regeln, sonst wird das nichts. Ja, das Wetter war halt nicht so besonders der Bringer, also zumindest jetzt was das Farbending angeht, weil wir halt doch in der schon recht grau alles ist. Heute hat es auch grau angefangen und wurde dann aber zum Nachmittag hin wurde es dann wieder klarer Himmel. 41 km/h. Ja. Immer wieder schön. Aber deswegen bringe ich die Videos ja auch hier, das Batch Rider Material. Ich habe noch anderes Material. Das werde ich bei Gelegenheit auch nochmal verarbeiten. Und dann habe ich noch so eine, das ist, da muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Und zwar die letzte Radfahrt mit dem Batch Rider, wo er mich da so ja, an meine Grenzen gebracht hat. Oder ne, nicht er mich, sondern ich mich selbst durch einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, durch fehlendes Training, was auch immer, wo ich also da hinterher so hingezuckelt habe da so, wo ich also nicht hin so richtig nachkam, da hat er mir Videomaterial von seiner rückwärtigen Kamera zur Verfügung gestellt, das seht ihr also quasi mich, wie ich dann da so, ja, meistens im Windschatten irgendwie so ein bisschen rumlungert da. Also das werde ich wahrscheinlich auch nochmal bringen, das Video. Da seht ihr den OC halt mal Radfahren. Normalerweise seht ihr mich ja fast nie Radfahren. Ihr seht ja nur meine Perspektive von meiner Vorderkamera, also Lenkerkamera. Oder eben unten an meiner Stargabel. Also die ist eigentlich keine Stargabel, aber ich schalte die mal auf Star. Das ist eine Federgabel, die ich halt auf Star gestellt habe. Und da ist dann oftmals so, ne? Aber da seht ihr dann halt sonst immer nur das. Also mein Vorderreifen da, der dreht sich und das war's. Und hier das, was man jetzt hier aussieht, so, ne? Aber da sieht man mich dann halt immer, wie ich auf dem Rad hocke und fahre. Natürlich, klar. Also, was soll ich euch da erzählen? Ihr wisst ja selber, was das ist, ne? Wenn einer vor euch fährt und hat eine Kamera nach hinten gerichtet und ihr fahrt hinten dran und dann, so ist es halt. So sieht er halt dann aus, ne? Wie er aussieht. Da muss ich halt mal die schönen Bilder muss ich dann erstmal raussuchen, weil ich sehe ja teilweise recht ungelenkt aus, wenn ich auf dem Rad hocke. Und ich möchte mich ja als Influencer, der weltweite Reputation genießt, natürlich von meiner besten Seite zeigen. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich da wie ein Schluck Wasser in der Kurve hänge und mir läuft der Sprotter aus der Nase raus und das Kinn runter, droppt da der Dreck. Nein, das wollen wir nicht. Na, so schlimm war es natürlich nicht. Ich übertreibe es natürlich wieder. Was ist hier los? Guten Tag. Wir sind in Steinbach, Michelstadt und fahren jetzt hier. Da vorne ist das Speiselokal Gerste auf der rechten Seite gleich. Kommt gleich da nach diesem Gehöft. Da vorne sieht man schon. Und hier links ist das Schlössle. Hier Gerste rechts, links da Schlossgedöns. Da vorne seht ihr mein neues Haus, gleich nach der Brücke, auf der linken Seite hier. Guckt euch das an. Ah, oh, da ziehe ich ein. Nein, natürlich nicht. Ach Gott, bin so witzig, oder? Ach, bin ich witzig, ey. Ja, es ist unglaublich, wie witzig ich sein kann. Glaubt man gar nicht. Ich muss mehr solche Videos kommentieren, weil es ist eigentlich so ziemlich der einzige Moment, wo ich wirklich witzig bin. Ansonsten bin ich im Prinzip nur... Nee, momentan ist nicht so bei mir. Momentan spielt mein Kopf so ein bisschen schräg. Der spielt so ein bisschen taube Nuss, nennen wir es mal so. Heute war so ein Tag, ich war heute eigentlich geprogrammiert. Ich habe mich gestern Abend eigentlich programmiert, dass ich mich heute aufs Rad hocke und fahre Fahrrad. Ne? Und es war auch alles soweit ganz gut, aber dann hat mein Kopf komplett blockiert, meine Rübe hat komplett zugemacht irgendwie und ich dachte mir, nee, fahr heute nicht Rad. Warum auch immer, keine Ahnung. So Art, wie wenn so eine dunkle Vorsehung oder was da irgendwie so da war und hätte mich da abgehalten, weil irgendwas Schlimmes passieren würde oder irgend so. Also jedenfalls, nein, so plastisch war es nicht, aber irgendwie hat mein Kopf gesagt, nee, das tut nicht. Mehr Informationen liegen mir gar nicht vor. Also das ist echt, mehr habe ich nicht. Mehr weiß ich nicht über diesen Zustand, über beschissen halt einfach, nervt nicht, kommt immer wieder. Ich kann, meistens schaffe ich es, meistens gewinne ich sogar.
gegen diesen Impuls oder gegen diese Impulsabfolge, aber in dem Fall habe ich es nicht geschafft. So, jetzt haben wir es immer wieder in die G-Kräfte. Boah, tschakka. Ist halt geil. Das ist einfach geil, wie das hier abgeht. Ja, also, das ist so heute. Denn was habe ich dann gemacht? Nein, ich habe hier mein Arbeitsplatz, ich nenne es jetzt mal Arbeitsplatz, ne? Also mein PC-Tisch und den ganzen Krempel mal komplett abgeräumt und habe mal gewischt, Staub weggewischt und habe mal die Peripheriegeräte gereinigt, hier Tastatur, Maus und so, was man halt so macht. Ein bisschen gestaubsaugt, Wäsche gewaschen, zwei Maschinen voll, Fahrradklamotten mal gewaschen, aufhängen muss ich noch. Ja, Küchenkrempel gemacht, Geschirr gespült, so ein Zeug habe ich halt gemacht heute. Ne? Da war mir wohler bei als, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Leute, hey, ich bin raus aus der Nummer, ich weiß es nicht, was da los ist. Es ist halt manchmal so. Und ja, also dieses Video habe ich mit großer Freude geschnitten. Es ging auch relativ schnell. Es ist alles kompakt in einer Datei gewesen. Also eine Datei von irgendeiner 2 Stunden oder so, weiß jetzt gar nicht mehr, wie lang die ist, und kann man wunderbar schneiden hier. Da braucht man nicht lang nach Files suchen oder so, sondern man guckt sich das einfach an und nimmt sich die vermeintlich passendsten Abschnitte so halt und komponiert daraus dann eben so Videos. Und wie am Anfang im Intro so mal gezeigt, noch ein bisschen Musik darunter gelegt und ein Überblendeffekt mit eingewaschtelt. Dann tut das. Ja. Ja, wenn die Uhr umgestellt wird, dann. Das wird dann eh wieder. Naja. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja, ich mag es nicht. Diese 17 Uhr dunkel, das ist nicht mein Ding. Das kennt ihr aber von mir auch schon. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre hier, ne? Die Aussagen sind ja immer dieselben. Die gleichen oder dieselben? Wie sagt man dieselben? Die gleichen. Dieselben, ne? Die gleichen. Weil sie sind ja nicht immer gleich. Also nicht immer dieselben. Es sind ja die gleichen dann. Also es sind ja. Sie sind ja auch. Wie sagt man da dazu? Ähnlich. Solche. Ja, warum sagt denn ähnliche Aussagen? Kennt er von mir ja schon so genüge. Blablabla. Bla. Naja. Ist egal. So, jetzt kommt meine Lieblingsstelle in dem ganzen Video. Achtung. Schnüt. Ja, sanfter Übergang. Ist aber geil. Und der da vorne, der hält sich schön an zur Geschwindigkeit, die er fahren darf, so wie es ausschaut. 30 ist da, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Also relativ. Ach ja. Also da kann man schon, ich weiß, da an dem Eck, da kann man ganz gut Stoff geben. Ich mache meistens von der anderen Seite, bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller noch, ja, weil es dann ab ein bisschen so in so Kessel, in so ein kleines Kesselchen reingeht, von der, also jetzt von Bad König kommt, Michelstadt, nicht Bad König kommt. So, schau doch mal da. Oh, die ist doch schön, oder? Oh, jetzt sind wir gleich auf gleicher Höhe. Jetzt geben wir mal Stoff. Schon. 52, 53, 54, 55, 56 km/h, 57, 58. Jo, das ist schon amtlich, ne? Der hatte die Schnauze voll da, der hat den anderen dann überholt. Ja, sieht aber auch geil aus hier bei mir. Zumindest jetzt hier auf dem Video, Vorschaubild, sieht das schon cool aus, so diese Geschwindigkeit. Im Auto fällt einem das ja nicht auf, ne? Also wenn du im Auto hockst mit 50 Sachen oder mit 60, da denkst du dir ja nichts dabei. Aber auf dem Fahrrad ist das, ich kenn's ja nur Buckel runter. Ich kenn's ja nur, wenn man Bash runter fährt, so. Da kriege ich auch mal so 60 km/h. Meistens kriege ich aber dann schon langsam so, ich bin mal, ich weiß nicht, knapp 70 oder was, aber das muss ich nicht haben. Also, auf der Geraden, jo, eher, also auf der Geraden schaffe ich das ja natürlich nicht. Da wär's, glaube ich, weniger jetzt unangenehm. Ah, was die hier zusammenparken, guckt euch das an, ey. Vor allen Dingen da vorne links jetzt gleich da in der Kurve, da am Hang, da steht ich da nur vor. Na klar, den ich da nur vor und meint, ich das so nötig, müsste ich es mal haben, ey. Oh Gottes Willen. Gab's eine Bratwurst umsonst oder was? Ey, manchmal kapiere ich das, naja, egal. Nee, ich wollte ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte das Video eigentlich nicht
dazu missbrauchen, hier meine Schimpftiraden wieder abzulassen. Lassen wir das. Also hier diese Geschwindigkeit auf die Geraden, da habe ich statt dem, denke ich mir doch, da hast du noch mehr Kontrolle. Buckel runter. Irgendwie nicht so. Eieieiei. Hier links dieses Haus, das war früher der Bahnhof. Ja, das war früher der Bahnhof in Etzengsees. Das muss aber auch schon ewig her sein. Ich habe immer gedacht, der wär rechts da oben vom Übergang, vom Bahnübergang, aber nein, das war das Gebäude da. Da war vielleicht noch das ein oder andere Betriebsgebäude mal irgendwann, keine Ahnung. Ich habe keine historischen Aufnahmen von der Zeit. So, wir sind schon in Mümling-Grumbach, genau. Mümling-Grumbach. Jetzt kann man gleich wieder die G-Kräfte genießen. Achtung, Achtung, Achtung. Jupp. Sieht man richtig, wie der Power auf die Pedale gehen und wie das Ding abgeht. Ja, es ist halt schon cool. So, Beschleunigungsrate, na gut, Massenträgheit, ja, je größer die Masse ist, desto mehr Kraft brauchst du natürlich und so weiter. Es ist natürlich, kommt immer auf den gleichen oder auf denselben, ach ne, auf den identischen, lass es mit dem gleichen und selben jetzt bleiben. Ich wusste das alles, ich wusste das mal. Aber ich werde immer hohler in der Birne. Ich wusste mal, was das bedeutet, also was, wann man gleich und wann man selbe sagt. Ja. Genauso wie mit seid und seid. Ne? Seit 20 Jahren mit T und seid ihr beiden ein Paar mit D. Alles klar, das habe ich drin. Arr. Well. So, wir sind jetzt schon, ja, Mats Schnitt, aber ein schöner Überblendeffekt, oder? Wir sind hier Saubuckel, Dusebacher Seite. Links das Kernkraftwerk des Dusebacher. Und jetzt fahren wir hier schön hoch. Habe ich das jetzt ganz drin eigentlich? Ja, stimmt, das habe ich jetzt ganz drin. Die Auffahrt jetzt im Dusebacher Saubuckel und auch wieder runter dann. Das habe ich noch ganz drauf. Ja, muss ja auch mal gezeigt werden. Ich habe es auch schon ein paar Mal in meinen Videos gezeigt, aber da dauert es halt irgendwie 10 Minuten gefühlt, bis ich da oben bin irgendwie. Und hier geht es halt dann doch alles ein bisschen schneller. Miep. Und ein bisschen gediegener und so. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist halt, dass ich weiß, dass nachher wieder hier dieses Grünzeug, die ganzen Bäume, Sträucher und Gräser dann so verbauknüppelt sind. Also so verpixelt, vergedönst. Egal. Ich habe meine Schuldigkeit getan, habe das Video kommentiert, so, und der Rest ist mir egal. Jetzt habe ich einen Kaffee verdient, jetzt kann ich... Blablabla. Nein. Ich rede ja gern mit euch, oder mit euch, nicht zu euch. Ne? Das ist ja dauernd Monologie, also Monologe, die ich hier führe. Der, also momentan noch. Gucken. Schon sind wir oben, so schnell kann das gehen. So schnell kann es gehen. 150er Puls, das ist so mein Ruhepuls ungefähr, wenn ich aufwache moins. Blödsinn. Ach Gott, was soll ich euch erzählen? Sinnvolles gibt es nicht zu erzählen. Es ist momentan nichts Radspezifisches, was ich euch groß erzählen kann. Deswegen versuche ich mir irgendwas aus der Rippen zu leiern. Krampfhaft. Ja. So, 760 km/h. Bum, bum, bum. 64. Ja, also das ist schon... Ist schon genug schnell. Außerdem ist die Abfahrt ja relativ kurz. Das ist ja ratzfatz, ist man da durch. Ne? So, es geht, ja, das ist schon, das war's schon. Abgesang ist in den läuft jetzt gerade. Ich wünsche euch was. Habt ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns demnächst wieder. Demnächst kommt das nächste Video, mache ich mal wieder von mir, also von meiner Ausfahrt. Ja, also macht's gut, haltet die Ohren steif. Tschüss, bye bye. Odenwald Cyclist. Tschüss.